Hallo Freunde und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir haben in der letzten Folge hier ein bisschen versucht, das Mausoleum ein bisschen zu erkunden, aber das Problem ist, wir kommen nicht rein. Stattdessen haben wir ein paar kleinere Sachen hier erkundet. Unter anderem haben wir hier mal wieder einen schönen Dungeon gefunden. Die haben wir auch effektiv schon komplett erforscht. Wir müssen jetzt nur noch durch die große Tür, die wir aufgemacht haben beim letzten Mal. Und ja, würde ich sagen, das ist die Mission jetzt. Das Ding ist aktiviert. Und ich bin mal gespannt, ob es was ist, was wir vielleicht nicht mit einer stumpfen Waffe hauen müssen. Dann könnte ich vielleicht wieder auf die Krallen umschalten. Ich habe halt leider zweimal dummerweise das Ding, also unser Flammenfett, benutzt. Ich könnte aber auch einfach mal wieder ein paar machen, ne? So. Weil es könnte sein, dass das nützlich wird. Okay. Ja, danke schön. Das ist genau, was ich wollte. Alter. Den Gegner mag ich jetzt schon nicht. Shit. Nee. Also so hat er mir jetzt nicht gefallen. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht. Ich weiß halt nicht, ob der Schild nützlich werden wird. Aber es sah eher nicht so aus, als wären das blockbare Sachen. Wobei die Schläge gegen Ende vielleicht, aber. Wichtig ist halt, dass wir uns nicht von dem diesem scheiß Zauber von dem treffen lassen, der uns eben immer festgebunden hat. So. Okay. Nice. Das hätte sogar noch fast eine Flawless gegeben. Aber leider nur fast. Das Wurzelherz nehme ich gerne. Feuer hat ihm echt nicht gut gefallen, habe ich das Gefühl. War nicht gut. Okay. So. Dann sind wir wieder draußen. Und okay, Turm der Rückkehr. Da sind wir in dem Ding hier oben gelandet. Bei der Götterbrücke. Dann haben wir hier noch den Kristalltunnel. Im Schloss müssten wir noch viel. Sag schon. Im Schloss können wir noch ein paar von diesen kleinen Schlüsseln nutzen. Oder Schwertschlüsseln. Ich würde aber gerne noch mich einmal ganz kurz auf der Plattform umgucken, wo der Avatar uns verdroschen hat. Mal gucken. Ob es hier noch irgendwas Interessantes gab, was ich übersehen habe, aber ich glaube fast nicht. Danke für das Fleisch.
Wobei, es sind ja eigentlich schon an beiden Seiten des Baumes einmal rumgelaufen. Ließ ich einfach mitten im Sprung unterbrechen. Oh, cool. Schwertspeer. Kann der was? Schwertspeer, hier. C auf Geschick. Braucht halt 17 Stärke. Schade. Dankeschön. Ich wurde gerade einfach mal kurz auf den Desktop geschmissen. Gut, dass das nicht mitten im Kampf passiert ist. So, genau das Viech hat man am Leben gelassen, weil. Brauchte ich jetzt nicht. Wäre halt gut gewesen, das nach dem Bossfight zu klatschen. Hier irgendwie ein Chanting. Ja, ich höre Gesang, definitiv. Frage ist, wer hier singt. Hey. Hier oben drauf. Nee, da unten. Trotzdem mal gerade kurz gucken, ob ich theoretisch hier unten drauf, oben drauf komme. Ich glaube, das wird zu weit auch für unser Pferd sein. Jetzt nichts gebracht, schade aber auch. Du singst, oder? Bin ich mir relativ sicher. Goldnuchen 6. Krass. Da sage ich nicht nein zu. Und wirklich gewehrt hat sich das Viech auch nicht mehr. Ja, komm runter. Aber ich hätte Feuerball ins Gesicht werfen können. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich ja Feuerball. Warum eigentlich? Also nicht, warum habe ich Feuerbälle, sondern warum vergesse ich daran, dass ich die habe? Ich mag Feuerbälle. Naja. Okay. Ich eigentlich. Ne, kann ich kaputt machen, aber ist nichts drin. Gut. Ich würde sagen, dann haben wir diesen Teil der Karte so ein bisschen abgeschlossen. Also würde ich jetzt mal erklären, wie gesagt, bis auf die Sache mit dem Mausoleum, da habe ich echt keine Ahnung. Da frage ich vielleicht einfach mal meine Freundin, ob sie das weiß. Nicht, weil sie es gespielt hat, sondern weil sie sich ein Playthrough angeguckt hat. Aber ja, wir gucken mal. Wie viel Dingens habe ich eigentlich? Ich glaube, ich könnte noch mal leveln, oder? Und wenn nicht, kann ich ja zumindest irgendwie ein kleines. Ja, mir fehlen knapp 300, 250 würden reichen.
Bin ich da hochgeschossen? Oder ist das das, wie ich da ursprünglich hingekommen bin? Nee, eigentlich nicht. Moment. Einmal kurz leveln. Wie gesagt, ein paar HP mal holen. Und dann mal gucken, wo mich das hier denn hinbringt. Husch. Okay. Ein kleiner Turm. Ein kleiner großer Turm. Ich vermute mal, dass hier gehört alles schon zu Schloss Morn und das da hinten ist halt das Hauptcastle sozusagen, also Hauptburg. Aber was ist denn hier? Und Wölfe nochmal. So viel Zeilen. Echt schon. So, der Turm wird wahrscheinlich das Interessanteste von allen sein. Aber nichtsdestotrotz, guck mal, hier ist noch ein Leiter. Oh, schon wieder so ein Sternenlichtsplitter. Die findet man scheinbar immer an diesen Dingern. Das hat bestimmt irgendwas zu sagen. Ich meine, okay, das sind, glaube ich, weil, nee, ich glaube nicht, dass es Sonnenuhr darstellen soll. Oder? Ich denke mal eher irgendwie was, um die Mondphasen zu bestimmen. Könnte das sein? Ich glaube, sowas hat einen Ursprung, also vieles hier hat seinen Ursprung in der Realität, beziehungsweise in der Fantasie der Menschengeschichte, aber ich glaube, solche Dinge gibt es wirklich. Ich meine, sowas schon mal gesehen zu haben. Zumindest auf Bildern. Wobei man ja immer sagen muss, Bilder. Heutzutage kann man ja keinen Bild trauen. Schweige denn eigentlich irgendwas anderem. Da gibt es ja immer Möglichkeiten. Oh, da hinten ist noch ein Dingens. Sehr schön. Moment, bevor ich mich mit dir befasse, will ich dich auch noch. Okay. Toll. Bist du auf? Das ist auch so ein verschlossenes Tor. Zu suchen. Such drei weise Bestien. Okay, das heißt, wenn ich, wer auch immer sich damit, wer auch immer damit gemeint ist, drei weise. Okay, hallo Schildkröte. Ja gut, Schildkröten werden oftmals als Verbildlichung von Weisen genutzt, das ist korrekt. Das heißt, hier müssen irgendwo noch zwei Schildkröten wahrscheinlich rumlaufen. Wobei es könnten auch Eulen sein. Eulen sind auch immer sehr beliebt, was das angeht. Wo haben wir denn noch diese Kreaturen? Ja, wie gesagt, könnten Schildkröten sein, könnten Eulen sein. Ja. Wölfe jetzt nur bedient. Ah, zweite. Okay, ist die dritte auch hier irgendwo im Gebüsch? Ja, das wäre wahrscheinlich zu einfach, oder?
Wo versteckt sich denn die dritte? Ich gehe mal da eben hochgucken. Vielleicht, wenn ich sie nicht da oben finde, vielleicht sehe ich sie von da oben. Klingt nach einer guten Idee, würde ich sagen. So, ist hier zufällig eine Schildkröte lang gekommen? Nein? Schade. Ach, so ein... Doch, hier ist eine Eule. Entschuldigung. Fällt mir ja gar nicht, was ich da gesehen habe. Warte, ich habe so ein Fernglas. Aber nein. Ich sehe nicht mehr als vorher auch. Ich gehe auch davon aus, dass es sich irgendwo in der Nähe des Turms aufhalten wird. Weil? Ach nee, das ist, glaube ich, die Statue zu am Fuß der Treppe. Der Sumpf da vorne gefällt mir nicht. Ich gucke erstmal, ob ich noch vielleicht die Schildkröte finde, würde ich sagen. Okay. Ich sag mal so, in Legend of Zelda, also in zumindest in Breath of the Wild und ich denke mal auch Tears of the Kingdom, wenn ich hier jetzt einfach alles anzünden und das Viech würde drauf gehen, oder? Würde ich sagen, klingt realistisch. Oh, Atemblatt, sehr schön. Ah. Ah. Die war unsichtbar. Sehr unhöflich. Ja, ich habe halt nur gesehen, da hat sich was im Wasser scheinbar bewegt. Okay, wir haben einen Turm gefunden. Auch nicht das Ding. Wo ist? Und das. Das hat nur ein Gemälde von diesem Turm. Ja, schade. Gibt es hier noch eine Teleport-Truhe oder so? Teleporterfalle, wie sie ja so schön heißen. Oder gibt es hier oben einfach einen kleinen Mini-Boss-Fight? Oder gibt noch eine neue Kriegsfische? Das kann natürlich sein. Ich habe auch mir die letzte noch gar nicht angeguckt, die wir gefunden haben. Ah, ein Speicherstein. Wahrscheinlich übrigens was, wo mich meine Freundin darauf aufmerksam gemacht hat. Sie hat es halt auf Englisch geguckt, deshalb ich gehe davon aus, dass das der Name Speicherstein ein Übersetzungsfehler ist. Weil die Dinger heißen im Englischen Memory Stone und Memory, ja, eine Memory Card von der PlayStation, wer die Dinger noch kennt, PlayStation 1 und 2 Zeiten, sind halt effektiv Speichersteine gewesen, also Speicherkarten. Ja, das heißt, Memory Stone kann man als Speicherstein übersetzen, es wird ja auch die, der Speicher von PC wird ja auch Memory genannt. Ich gehe aber davon aus, dass es wirklich Erinnerungsstein heißen sollte. Würde für mich persönlich ein bisschen mehr Sinn machen. Okay. Wenn ich jetzt bei God of War wäre, würde ich sagen, da vorne ist so ein... Wie hießen die Dinger? Oh,
Gott, es gab irgendwelche komischen Monster, die so aus mehr oder weniger reiner Energie bestanden. 104 FP kostest du. Ich bin am Überlegen. Komm. Nehmen wir mal unsere Geisterqualle wieder. Die hat uns schon immer gute Dienste geleistet. Okay, nur eins. Also die Typen können. Also, ich meine, ich kann nicht beurteilen, ob die viel können. Was auch immer du vorhattest, das. Hab's. So, dann schon. Gravitationssteinfächer. Das war, glaube ich, auch so ein. Spell, den ich benutzen kann. Okay. Ich nicht mit meinem Schild durch, das ist nett. Könnte das sein, was man einsammeln kann? Mal eben kurz den noch anlocken. Verdammt. Hab's meine. Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich das abgebrochen haben. Okay, vergiss. Werden können die auch noch. Okay, ich hätte gedacht, das könnte ein Item sein. Sieht sexy aus. Schade. Ich will sein Schwert haben, ehrlich gesagt. Ich gehe davon aus, dass ich den nicht parryen kann, weil ich kann ihn noch nicht backstabben. Es würde Sinn machen, wenn ich den parryen kann. Ich meine, ich will mich mit dem Schwert hauen. Okay, er haut mich mit dem Schwert, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich mich unklar ausgedrückt habe. Feuerwehr. Genau. Jetzt auch. Jetzt lenk ihn ab vor allem. Okay. Und was war hier jetzt so besonders? War hier jetzt was besonders? Also außer dass halt dieser Schimmer halt sich verabschiedet hat. Muss ich sagen, unbefriedigend. Mal, ob wir hier oben auf den das Ruinenfragment drauf kommen. Ah, da hinten ist noch so ein Dude. Das ist so eine Statue von einem Dude, der uns den Weg zu einem kleinen Mini-Dungeon, also einer Katakombe, weist. Danke für das Ei. Okay. Ist Aurelia noch da? Ich glaube nicht, ne? Das sieht nicht so aus. Ja, da ist der. Ist das denn? Ist das der niedere Erden? Ne, ich glaube, das ist der niedere Erdenbaum, oder? Genau, das. Das heißt, irgendwo hier ist auch noch mal einer. Ja gut, wir haben ja hier im südlichen Limgrave noch viel zu erkunden, ne? Okay, ja, das ist der Turm. Okay.
Tschüss. War schön mit dir. Okay, hier sitzt. Saß mal jemand. Sitzt immer noch, aber lebt nicht mehr. Vielen Dank. Gucken wir gleich mal, wo uns das Ding dahin führen will. Die Herber nehme ich gerne, weil die Antigift-Dinger sind praktisch. Nehmt doch eure Flügelfedern nicht immer mit runter, Mensch. Eher unhöflich. Okay. Ah, dafür müssten wir da runter. Erstmal. Guck mal, hier gibt es ja auch einen Weg nach unten. Sichere Quelle. Willst du nicht absteigen? Hallo? Schön. Hat gesessen. Ich glaube, da hinten ist noch einer am Rumpflochen gewesen. Jetzt doch eine entspannt auf dem Stein. Na, solange es nur die Viecher sind, ist ja alles gut. Ach komm. So, wichtig ist halt, dass die Viecher mich nicht einfach so angreifen. Da hätte ich nämlich keine Lust drauf. Bei den Kopf der Libelle brauche ich ja, glaube ich, sogar auch für das Gegengift, also alles gut. Ohne? Finden wir hier sonst noch irgendwas? Außer flugfähige Pinguine? Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das sind Pinguine. Nur halt mit mehr Federn als normale Pinguine. Ja, ich habe jetzt, da vorne ist die Tür, die wir suchen, aber erstmal fix hier noch lang gucken. Okay, hier ist noch so eine Träne. Lilia, Entschuldigung. Und Federtierfuß mit 14. Ich glaube, das sind die Crafting-Materialien und die. Dann gibt es halt noch zwei Federtierfüße, die uns mehr Drops und sowas geben. Hallo! Und zu Hause. Ich schalte mal wieder auf stumpf um, ne? Aber ich setze mal hin. Man weiß ja nie. Keiner mag euch. Ich habe immer noch nicht deren Kopf gefunden. Finde ich schade. War nicht witzig, das Gimmick. Da hing einer von der Decke. Der kommt freundlich näher. Aber nicht nah genug. Willst mich zu dir locken? Ich kenne eure Prinzipien. So. Find's schön, dass die. Eure Waffe. Die auch gut bluten, glaube ich, verursacht. Also, ja, die gut bluten verursacht. Schön. Auch nicht schlecht.
Okay, doch. War nicht gut. Hat halt interessanterweise für eine Axt die Fähigkeit Schnellschritt. Ist die Frage, was ich gerade mal probieren will. Na schade. Ich hatte schon fast gedacht, dass das dann zwei Äxte sozusagen sind. Halt. Welche Waffe? Okay. Links oder rechts? Das ist eine Sackgasse. Na komm her. Nach diesem Move. Warum habe ich den vorher nicht kennengelernt? Okay, gut. Naja, die Gräbertalilien sind bestimmt super seltene Crafting-Materialien eigentlich. Ich jetzt noch wüsste, wofür ich sie brauche. Da oben ist. Ach so, okay. Ich muss sagen, ich habe anders gerechnet. Bin ich schnell genug, ist jetzt die Frage. Ja, guck mal. So, okay, also die drückt mich da einfach immer wieder rein. Wo soll ich denn da hin? Verdammt. Ja, danke schön. Das war fies. Gab es hier noch einen Weg? Weil ich habe jetzt nichts gefunden, wo ich hier die Tür öffnen konnte. Dann muss ja eigentlich in dem Raum noch was gewesen sein. Ich gehe nochmal hier gucken, ob ich hier irgendwas Dummes übersehen habe. Aber Antwort lautet, würde ich jetzt mal spontan sagen, nö. Oder ist da hinten irgendwo in einer Ecke? Keine Stacheln oder so. Das sieht nicht so aus. Schauen wir mal kurz hier hinten hin. Such was wert. Das auch nichts. Hä? Ah, was? Wobei, nee, eigentlich sah es da auch nicht nach aus. Wenn ich sozusagen den Aufzug trigger und dann unter den Aufzug. Nö, das ist auch nichts. Hä?
Es muss ja auch eigentlich irgendwas irgendwo da oben sein. Wenn dann. Weil wir ja immer. Also wir kommen ja theoretisch nicht runter, wenn wir auf der Plattform stehen. Äußerst verwirrt gerade. Tja, das habe ich mir jetzt gedacht. Ist auch nichts. Es wäre halt noch der Ultraschallmove, wenn wirklich diese Tür einfach keinen Mechanismus hat, sondern einfach so aufgeht. Und wer weiß, vielleicht bin ich auch einfach schon fünfmal an diesem Schalter vorbeigelaufen und habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich sehe hier nichts. Muss ja hier oben irgendwo sein. Wollen wir hier hinten in die Ecke. Sehen, dass hier nichts ist. Auch nichts. In der Mitte war jetzt auch nichts. Achso, ne. Sonst nicht austricksen. Das muss doch was zu bedeuten haben, dass das da hinten die einzige Fackel ist, die leuchtet. Oh. Da kommen des Fehlers. Ich google das jetzt, das ist mir gerade zu doof im Moment. Okay, ja, es nimmt wieder auf. Ich lag uns doch ursprünglich richtig. Hätte ich die Blumen zum Beispiel vorher schon gesehen, dann wäre das kein Problem gewesen. Oder die hier. Aber die waren halt schön versteckt. Seht ihr mehr Skelette oder mehr Zombies? So oder so. Das sieht uncool aus. Ja, mehr Zombie. Die kann bluten. Wenn man das als bluten bezeichnen will. Hier also unendlich effektiv. 36 Runen pro Stück. Kann man sich hier richtig gut hochfahren. Oh, warte mal. Okay, jetzt.
Ja, aber auch Materialien planen ist jetzt nicht so das, was man machen möchte. Das sieht übrigens auch schon wieder wie eine Falle aus. Greifen, das ist unmöglich. Okay, wisst ihr was? Ich will halt hier nicht durch die, also unter den Dingern durchgehen, weil wenn der Typ. Das heißt halt die Katakomben des Fehlers, also. Don't know what you expect. Ist. Der hat mich aber erstmal vorsichtig blockiert. Unhöflich. Ja, sehr. Okay, ja, hier ist das Dingens. Ich jetzt schnell wieder zum Eingang zurückkomme. Wow. Unhöflich. Ich so gerade eben noch den, wie heißt's, den Schild rechtzeitig hochbekommen. Okay. Dann mal wieder kurz hinsetzen. Ich habe leider beim Dingens schon gesehen, der Boss heißt Wachhund. Ich vermute, das ist wieder so ein komisches Automaton-Viech. Kann das sein? Interessant, dass das auch bei Geschossabwehren geht. Muss ich sagen, überrascht mich. Wenn das wieder so ein Automatenviech ist, ne? Dann bringt uns unsere Qualle leider nicht so viel. Ich kann auch mal wieder das Gift gerade, also die Giftabwehr rausnehmen. Ja, mein Ding ist leider kaputt. Mein Völker, der hat leider nicht so viele aufgebaut. Der habe ich doch noch nicht mal angeguckt. Was ist mit dem Feuerspucken zu denn? Nee. Dachte ich, komm, rum.
schon. Dreht sich doch teilweise wirklich einfach so um. Weil nach dem Motto, dass der gar nicht. Also, so nach dem Motto, der. Okay, das sind diese hässlichen Viecher. Der guckt nach links, also steht halt gerade. Wir stehen links von ihm. Er senkt sein Schwert und dreht sich instant um die 90 Grad, um uns zu hauen. Sehr unhöflich. Aber. Er ist tot und uns ist er egal. Cool. Hey, runter. Ja, die sind nicht feindlich, also warum sollte ich sie angreifen? Ne? Gut, haben wir das abgeschlossen? Den haben wir abgeschlossen. Das heißt. Ich würde sagen, wir machen die Folge ein bisschen kürzer. Ich glaube, cool, ich wurde schon wieder auf den Bildschirm geschmissen. Was ist denn da heute los? Also ihr seht es nicht, aber was ist denn da los? Und warum öffnet das Spiel nicht wieder? Überhaupt, was ist hier los? Ich, muss mal kurz gucken, beziehungsweise ich würde sagen, ich nutze die Gelegenheit. Schade, es reagiert. Oh, mein Controller ist raus. Auch schön. Moment. Anderer Versuch. Ne, funktioniert auch nicht. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns Montag wieder, wenn ich das Problem hier hoffentlich behoben habe. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.